Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Verblendung zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne weiter an dem Innenraum designen, aber zuvor gucken wir mal nach den Finanzen, denn wir haben mittlerweile über 400.000 Dollar verloren. Woran das liegt, keine Ahnung, werden wir jetzt mal nachsehen. Ich vermute mal, dass wir da verbrechen. Nein, die Gäste werden irgendwelche Reklamationen haben. Der Zoo muss ziemlich schlimm sein, wenn hier schon Aktivisten auftauchen. Nein! Weil Aktivisten kommen natürlich auch, um zu gucken, wie gut es den Tieren geht. Die könnten natürlich auch Fans sein. Aktivisten heißt ja nichts Negatives. Hier sind jede Menge Sachen kaputt, haben wir schon korrigiert. Und Müll ist 29%. Okay, in Müll haben wir ein Problem. Da schauen wir mal kurz auf der Heatmap nach. Negative Einflüsse für die Gäste. Und da stellen wir fest, ja, es ist sehr viel Müll hier vertreten. Okay, es ist natürlich der Eingang. Und am Eingang kriegst du direkt einen Negativeinfluss und dann ziehst du natürlich den ganzen Tag mit dir her. Ja? Und vor allem, wieso kriegen die Negativeinfluss, wenn die mit dem Rücken dahin stehen? Das sehen die doch eigentlich gar nicht. Okay, Tier ist am Verhungern. Tierpfleger rufen? Was ist hier los? Wo sind meine Tierpfleger? Wieso ist es dunkel? Und was ist hier los? Was ist bei euch? Okay, Gold und Silber. Okay, ciao, Silber. Tschüss. So, einfach mal easy peasy, man rausgeschmissen. Tier ist hungrig, Tier ist hungrig, Tier ist im Verhungern. Ja, aber warum? Ach, der steckt wieder hier fest, ne? Kann das sein, dass du wieder feststeckst? Okay, der steckt tatsächlich wieder fest anscheinend. Verlegen. Versand ist geplant. So, jetzt versuchen wir das mal. Weil irgendwie ist das echt buggy, das Ding hier. Ich hatte ja auch, ich weiß gar nicht mehr, welche Tierart oder welches Tier stand immer hier oben und war am Verhungern. Oder beziehungsweise hat bemängelt, dass das Gehege zu klein ist. Natürlich ist das Gehege da zu klein. Selbstverständlich, das kann ich auch nachvollziehen. Aber, naja. So, das werden wir einmal rüberziehen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Stroh für den zweiten oder dritten, je nachdem. Giraffen haben wir. Oh, da haben wir aber sehr viele, wa? Ja, schön. Ist ja erfreulich. Okay, was haben wir noch? Viel Müll vorhanden. Ja, Tier ist am Verhungern. Der wird gerade verlegt. Kommt denn da ein Tierpfleger gerade aktuell? Oder ist hier irgendjemand unterwegs, der dieses Tier verlegt? Ich hoffe einfach mal. Okay, wir haben mehrere Probleme hier anscheinend. Was ist hier los? Weißschwanzgnus und afrikanischer Strauß. Da kommt aber eigentlich nur der Larry und der repariert hier jetzt mal eben das Gehege. Okay, wir haben 42%, aber das ist kein Negativeinfluss auf die Nee, du brauchst das hier nicht reparieren. Das ist. Ach, das ist Blödsinn. Warum sollte. Okay, jetzt kommt der an. Der eine hat inspiziert, hat gesehen, oh, das Gehege ist defekt. Da müssen wir aber jemand rausschicken. Der hat das nicht selber gemacht. Der hat das gar nicht mehr nötig. Tier ist am Verhungern. Ja, aber. Mist. Ich glaube, die hängen hier fest, ne? Nee, jetzt geht es raus. Es geht raus, es geht raus. Sehr gut. Es rennt jetzt zur Fressstelle. Perfekt. Tierpfleger wurde angefordert. Okay, sehr schön. Ihr guckt hier alles, ne? Ihr habt ja alles im Griff. Warum seid ihr hier, Aktivisten? Achso, wegen... Ja, aber ihr könnt doch gar nicht so schnell davon Wind bekommen. Oder haben die hier eine WhatsApp-Gruppe, die Tiere und die Aktivisten? So, der trinkt jetzt erstmal. Versorgung. Du solltest bitte was... Essen, nicht trinken, mein Freund. Essen. Was ist jetzt los? Ja, wir haben da ein Problem. Ich glaube, der findet kein Fressen. Kann das sein? Da, da, Junge. Da, mein Freund. Geh da hin. Renn. Okay, renn nicht. Ciao. Komm hier hin, mein Freund. Komm mal fressen. Komm. Komm hier hin. Komm. Ja, komm. Stoß die alle weg. Hau die weg.
Mach dir Platz. Ja, dann bleib da einfach stehen. Du Gnu und schau nur zu. Was ist denn jetzt falsch bei dem? Du sollst fressen. Ah, jetzt sag bitte nicht, der stirbt. Hä? Instant ist der vollgefressen? Hat er jetzt hier Gras gefressen oder was? Alter, kurios. Okay, Müll ist sehr viel vorhanden. Da habt ihr recht. Wieso ist denn hier so viel Müll vorhanden? Ey, ihr Aktivisten, habt ihr das noch nicht mitbekommen? In der WhatsApp-Gruppe. Ich gebe dir schon mal einen Spoiler. Dem geht es gut. Also, eigentlich geht's dem gut. So, wo sind meine Kehrmeister? Kehrmeister. Afrika, Afrika, Afrika. Aha, der ist hier am Kern. Okay, sehr schön. Der andere. Gucken wir mal ganz kurz. Der andere ist am Pendeln. Ja, gut. Warum warst du jetzt da hinten? So, ich helfe dir mal auf die Sprünge. Ist jetzt mal hier drauf. Könntet ihr mal die Schilder jetzt wegnehmen? Oder was ist falsch bei euch? Oh, kann das sein, dass wir zu wenig Mülleimer haben? Ne, eigentlich nicht. Wir haben hier Mülleimer. Okay, hier haben wir, da haben wir zwei Mülleimer. Naja, eigentlich haben wir genug Mülleimer, ne? Der Kehrmeister kehrt. Schauen wir nochmal kurz Heatmap. Ja, es ist schon sehr dreckig hier. Aber, wo haben wir denn hier einen Mülleimer? Da haben wir gar keinen, ne? Pass auf, dann stellen wir den genau hier in die Mitte. Damit den keiner übersieht. Aber wirklich keiner. Oh, hier ist aber ein Knubbel. Was ist denn hier los? Viel Müll vorhanden, ja. Ja, ja, ja. Aber das ist immer so, weiß nicht, so spontan mit dieser Müllexplosion, ne? Die ganze Zeit hörst du nichts. Die ganze Zeit siehst du auch nicht so viel Müll. Du siehst vielleicht da und hier einen Schnibbel und das war's dann. Aber auf einmal siehst du dann auf dem ganzen Weg, auf den ganzen Wegen siehst du dann auf einmal Müll. Verteilt. Und natürlich ist dann ein Müllproblem da. So, jetzt gucken wir mal. Im afrikanischen Themenbereich haben wir jetzt festgestellt, ja, da ist ein Müllproblem. Und im Startthemenbereich ist aktuell eigentlich gar kein Müllproblem. Da sind tatsächlich Mülls. Und im arktischen Themenbereich ist auch nochmal Müll. Aber wo sind denn hier meine Kehrmeister? Zoopfleger Arktis. Da. Aha, du pendelst. Pass auf. Ich weiß, es ist jetzt hier noch nicht so viel Müll, aber ich will nicht, dass das wieder so ausartet wie im Afrika. So. Wieso konnte ich die denn jetzt nicht auswählen? Normalerweise kannst du die auswählen, obwohl die was machen. So, wo war der andere? Da war noch der andere. Okay. Läuft herum. So. Machst du da nochmal bitte sauber? Und dann haben wir es, ne? So, der arktische Themenbereich ist sauber. Der Startthemenbereich ist sauber. Der afrikanische Themenbereich ist gar nicht sauber. Aber ich glaube, wir stellen hier auch mal einen ein. Einen Zoopfleger. So. Du arbeitest dann hier im Bereich Afrika, genau. Und erhältst von mir instant einen Gutschein für eine Ausbildung. Erst ab dem 10. April. Das heißt, in zwei Tagen, ein Tag. Geht ja relativ zügig hier. Warte, geht sofort los. Moment. So. Keine Rückerstattung. Oh nein. Oh nein. Das ist natürlich theatralisch. Wie sieht es denn hier oben aus? Ja, sind auch Negativ-Einflüsse. Aber ich glaube, hier sind auch keine Mülleimer, ne? Ich glaube, hier habe ich keine Mülleimer platziert. Nee. Ja gut, aber wo soll ich die auch platzieren? Hier auf einer Brücke.
Ne, das ist eher eine Stolpergefahr als hilfreich. Steinmeisel, hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. So, versuchen wir mal ein bisschen weiter am Gebäude zu bauen. Und ich hatte mir überlegt, ich würde gerne hier so eine Sitzecke machen. Ne? Wo die Leute dann sitzen können, was eigentlich auch so eine Sitzecke ausmacht. Und dann, hatte ich mir so überlegt, die machen wir so. Ja. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und eine Verbindung würde ich dann sagen, so eine Mitte. Dass sie dann hier auf diesen Platz gehen können. Ne, das finde ich ganz gut. Jetzt überlege ich gerade spontan. Pass auf, spontan habe ich mir gerade überlegt, wir ziehen hier auch so eine kleine Mauer, dass sie so eine Abgrenzung haben zu dem Laufverkehr. Ne, dass sie so ein bisschen Ruhe haben, so eine Art Schallschutz, aber auf 1 Meter Höhe. Ziegelwand. Warte, Ziegelwand. Ziegelwand. Auf 1 Meter. So, die setzen wir jetzt. Die setze ich jetzt hier hin. Und dann können wir die ja vom Gebäude trennen und ziehen die einmal. Müssen gucken. So ungefähr. Ja. So ist doch perfekt. So, dann sagen wir hier. Oh. Das passt nicht so ganz. Okay, wie sieht das jetzt aus? Ne, guckt zu weit raus. Also müssen wir dann noch ein Gebäude machen. Vom Gebäude trennen. Ja, so ist gut. Wann ist das? Woran merkt man, dass man sehr gut verschoben hat? Wenn du keinen Unterschied mehr feststellst, wo der eine Stein aufhört und der andere Stein anfängt, finde ich. Dann hat man sehr gut... Westafrikanischer Löwe ist hungrig. Ja, aber ich glaube, der wird jetzt nicht verhungern. Hoffe ich jetzt mal. So, vom Gebäude trennen. Sagen wir nämlich jetzt hier... Hier haben wir das hier. Okay. Ja, gleich. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir doch wieder ein separates Gebäude machen. Und zwar vom Gebäude trennen. Da müssen wir mal schauen, wie weit wir da gehen. Weil hier würde ich dann direkt gerne das Eckelement dran setzen. Ja gut, da muss ich wieder ein bisschen was trennen, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. So. Und... Moment. Ja, geht so. Und hier muss ich natürlich auch wieder reinziehen. Vom Gebäude trennen. Und dann ziehen wir das rein. Ja, so ist gut. Und hier machen wir... So. Afrikanischer Elefant ist erwachsen. Sehr schön. Westafrikanischer Löwe ist hungrig. Heißt, wir sollten mal einen Tierpfleger da reinschicken. Der auch eigentlich das Essenstableau auffüllen sollte. Mal schauen. Hoffen wir einfach mal. Spießböcke. Ja, da können wir ganz kurz nachsehen. Wie sieht es jetzt bei den Verbrechen? Ist alles in Ordnung? Bei den Gästen? Der ganze Zoo ist widerlich. Ich habe Durst. Es ist sauheiß hier draußen. Bis jetzt ist der Zoo ganz okay. Bei Gulpi sieht es sehr voll aus. Okay, die meisten haben wieder Durst. Aber Müll? Guck mal, Müllproblem haben wir doch eigentlich hier im Griff. Okay, hier sind noch 2 Fitzelchen. Jetzt fängt der Startthemenbereich an, oder was? Ah, ne, die Aktivisten. Okay, die gehen gerade. Dauert halt ein bisschen, ne? Was ist hier los?
Der könnte mal gelehrt werden. Freunde? Kehrmeister? Mitarbeiter? warte mal. Dann gehen wir jetzt hier hin. Tier ist hungrig, Tier ist hungrig, Tier ist hungrig. Ja, aber eigentlich sollte da jetzt auch ein Typ kommen, der das auffüllt. Tierpfleger ist unterwegs. Sehr schön. Ah, der ist ja gerade am Zubereiten. Alaska-Seebär ist auch hungrig. Ja gut, der füllt ja gerade auf. So, die afrikanischen Strauße sind hungrig, natürlich. Aber die sind wahrscheinlich noch nicht zum Essenstableau herangeschritten. So, das haben wir schon mal. Das sieht doch schon mal hervorragend aus, ne? Dann können wir hier schön, schwuppdiwupp, können wir hier ein paar Tische platzieren später. Und das sieht auch ganz gut aus und ist nicht durchgebackt. Sehr schön. Einzige, was ich wohl noch machen muss, ist auf die andere Seite das platzieren. Weil von der Rückseite sollte das natürlich auch schön aussehen. Jetzt müssen wir mal kurz die Mitte finden. Ja, das ist die. So. Dann würde ich sagen, machen wir hiervon nochmal die Mitte. Das wäre so. Und die Mitte da sehe ich dann hier ungefähr. So, ne? Ja, finde ich okay. So. Weil man guckt ja nicht nur von der Vorderseite, gut, als Gast schon. Und aber wir als Spieler gucken halt auch auf der Rückseite. Nicht, dass dann irgendjemand sagt, oh ey, die Rückseite, die wurde total vernachlässigt. Ein Stern. Maximum. So, das haben wir schon mal. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mal direkt. Genau. Dann machen wir mal direkt hier nochmal die Ecken fertig. Obwohl, nee, warte mal, wir könnten die Dinger hier erstmal platzieren. Das geht ja relativ zügig. So. Einmal drehen, bitteschön. Ich ärgere mich immer noch, dass das nicht geklappt hat mit der Ecke. Weil dann hätte ich noch mehr Dreidimensionalität rein. Oh. Dann hätte ich noch mehr. Dann noch mehr Dreidimensionalität reinbekommen. Also, ne, so eine kleine Struktur, die nach außen geht. Aber, naja, man fügt sich halt dem Spiel. Achso. Und hier kommt dann hin. Wie hieß das Ding denn nochmal? Oh, westafrikanischer Löwe. Pause. Warte mal, ich schau mal ganz kurz, wie hieß das Ding nochmal? Kalksteinwand. Okay, Kalksteinwand. 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 Die hier, ne? Ja. So. Ich mach das mal ganz kurz fertig und dann kümmern wir uns um den Löwen. So. Kalksteinwand. Wie machen wir das jetzt hier? Ja, hier würde ich sagen, nicht hierhin. Ne? Wenn, dann würde ich sagen, reicht das auch hier. Also das heißt, ich würde das dann nur direkt hier wieder rumsetzen. Okay. Passt. Achso. Ich war jetzt gerade am überlegen, was das da für eine Wand ist. Jetzt weiß ich's. So. Dann gehen wir zu der Wand. Wie machen wir das denn jetzt? Okay. So. Ah, warte, da kann ich doch so weiterziehen. Weil jetzt habe ich einmal die Höhe. Weil wenn ich die Höhe von der Mauer nehmen würde, würde das nicht passen.
Weil die Mauer ist ja im Boden. Deswegen wird das mit der Höhe nicht passen. So. Einmal drehen. Dankeschön. Oh. Jupp. Und hier machen wir das Gleiche. Moment. So. So. Ja, perfekt. So, einzigste, was mich gestört hat, war jetzt gerade, dass das hier überlappte. Genau. Das ändere ich mal ganz kurz. Also, das ist ein Gebäude. Wo habe ich denn den Break gemacht? Hm. So, dann ein. So, da ist besser. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, westafrikanischer Löwe. Schauen wir mal ganz kurz nach. Was ist da los? Westafrikanischer Löwe ist westafrikanischer Löwe. Da. Ich sag mal so, wir haben einige westafrikanischen Löwen. Der ist Gold. Der ist halb alt. Der ist halt Bronze. 83%. Da müssen wir leider den Gold freilassen, wegen dem Alter. Oh, 1000 Blätter. Was sag ich leider? Gott sei Dank habe ich den freigelassen für 1000 Blätter. Gerne. So. Hungrig, hungrig, hungrig. Westafrikanischer Strauß, ganz ehrlich. Ist mir egal. So. Wo ist der denn jetzt wieder hingegangen? Warum macht er das? Schieferdach, Ecke 1. Okay. Schieferdach, Ecke 1. Okay, das ist die. Und dann brauchen wir die Ecke hier. Yep. Dit. Sehr schön. Sehr schön. So. Das haben wir schon mal. Theoretisch könnten wir die auch einmal platzieren schon. Müssen wir halt nur gucken, warte mal. Ja, so ist gut. So, dann einmal rüber. Einmal rüber. Einmal rüber. Einmal drehen. Drehen. Dankeschön. Einmal ran. Und ja, sehr schön. Und das gleiche machen wir natürlich schwuppdiwupp hier auch. Hm. Oder ich nehme diese Ecke nochmal. Ja. Weil dann haben wir nämlich den Abstand zum Mauerwerk. Deswegen ist das da schon besser. So. Perfekt. So, und die hier können wir direkt auch platzieren. Und zwar, das ist ja jetzt keine große Arbeit, ne? Ist ja kein Hexenwerk hier. So. Dann einmal hier rum.
Ach so, das geht nicht. Gut, dann machen wir das hier. Versuchen wir das uns nochmal zu markieren. Ja, ist schon besser. So, müssen wir nur gucken. Abstand zum Mauerwerk. Nein. Kleines Stück vorbei. Kleines Stück noch an. Ein Müh. Und. Und hier einmal hin. Gleichen Abstand natürlich, selbstverständlich. Sensationell. Ja, perfekt. Läuft. So, die können wir direkt schon mal uns markieren. Ich habe nämlich gerade festgestellt, oh, dass die ein bisschen zu hoch sind. Wegen der Regenrinne. Weil die Regenrinne war eigentlich nicht geplant. Die habe ich jetzt irgendwie spontanerweise da eingesetzt. Oh, gestern, in der letzten Folge. Und deswegen, ja, die glitschen halt da durch. Deswegen werde ich die jetzt ein bisschen runterziehen. Markiere mir die einmal, dann habe ich nämlich alle auf einer Höhe. So, dann können wir die nämlich hier, hier siehst du halt. Und die auch als Halterung nehmen für die Regenrinnen, ne? Wie gesagt, Kamerasteuerung ist echt blöd. Plensu. So. Okay, ich muss näher ran. Heißt, weil dann kann ich nämlich genauer arbeiten. Aber das Problem ist einfach, jetzt, dass ich nicht gesehen habe oder beziehungsweise nicht sehe, wie hoch ich jetzt bin. Aber das sieht schon ganz gut aus. Hallo? So, wir gucken mal. Ein kleines Stück noch runter. Einen dicken noch runter. Heißt. So. So müsste das passen. Schauen wir mal. Moment. Ja. Knapp drunter. Ist blöd. Also. Und so vielleicht? Aha. So hatte ich mir das vorgestellt. So, direkt absetzen, damit nichts passiert. So, Rentier-Alpha-Status, schauen wir auch mal ganz kurz. Rentier-Alpha-Status, Rentier da. Wir haben ja nur noch 3 Rentiere. Okay, ja gut, der hat 66%, aber den müssen wir leider freilassen. Weil der ist schon 11,1 Jahre alt. Ist schon relativ alt, deswegen freilassen. Netzgiraffe. Oh, da habe ich ja noch nie was von gehört. Okay. Das ist jetzt eine Premiere. Netzgiraffen. Was haben wir denn da für ein Problem? Ich dachte, da dürfen immer mehrere Männchen. Da muss ich jetzt aber mal nachsehen. Also, Zoopedia sagt. 4 Männchen, 8 Weibchen. Zoo. Netzgiraffe, jetzt gucken wir mal, wie viel wir haben. Man sieht auch nicht, guck mal, 0 von 169, das stimmt ja nicht, das sind ja alle Tierarten. Warte mal, wir haben hier... Okay, du wirst auf jeden Fall freigelassen. Hat sich das Problem dann schon erledigt? Nein. So... Netzgiraffe, 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 Netzgiraffe. Haben wir noch so eine alte?
Beilassen. Ja. Läuft doch. Weil die beiden waren sehr alt. Die werden sowieso, ich sag mal, 5 Jahre plus minus werden sie gestorben. Ja, und dann können die lieber ihre verbleibende Zeit auf Erden, können sie dann besser lieber in Freiheit genießen. So, haben wir ja wieder was geschafft. Sehr gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir mal hier weiterzubauen, beziehungsweise das Gebäude fertigzustellen. Als ob, das wird, dauert noch ein bisschen. Nein, aber ich versuche mal hier weiterzumachen auf jeden Fall. Und es sieht ja schon bis jetzt sehr gut aus. Vielleicht werde ich in der nächsten Folge einen Garten anfangen. Muss ich mal gucken, wo ich dann weitermache. Oder vielleicht neues Gehege, kann natürlich auch sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.